Eine E-Gitarre hat viele Seiten. Da gibt es die sanften Verspielten. Und natürlich die Wilden. Welchen Song du auch bevorzugst, die Fimo E-Gitarre spielt dir jedes Lied. Also Stecker rein und los geht's! Für die Fimo E-Gitarre brauchst du die Schablone, die findest du direkt unter dem Video. Außerdem benötigst du Fimo Reste. Die Fimo Reste rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Das Grundgerüst der E-Gitarre schneide ich mit dem Messer aus. Das Grundgerüst der E-Gitarre backe ich 10 Minuten bei 110 Grad. Für den Farbverlauf der E-Gitarre verwende ich diese drei Fimo-Farben. Orange, Rot, die dritte Farbe mische ich aus Schokolade und Schwarz. Nach dem Mischen solltest du diese drei Fimo-Farben haben. Die Fimo-Farbe Orange rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Das Fimo-Rot rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Die Farbmischung aus Schwarz und Braun rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Für den Farbverlauf lege ich die drei Fimo-Farben nebeneinander. Den kleinsten Teil nimmt Fimo-Rot ein. Ganz wichtig sind die schrägen Übergänge. Die drei Fimo-Farben lege ich übereinander. Nun rolle ich sie auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Diesen Vorgang wiederhole ich 20 Mal, bis die Farben fließend ineinander verlaufen. Dein fertiger Farbverlauf sollte in etwa so aussehen. Ich strecke den Farbverlauf von Stufe 2 bis zur Stufe 6 der Pastamaschine. Der fertige Farbverlauf sieht so aus. Ich lege diesen im Zickzack zusammen. Meine Cane reduziere ich. Von der Mitte nach außen drücke ich das Stück zusammen, bis es ganz dünn und flach ist. Meine reduzierte Cane ist nun ganz dünn und fein. Ich nehme das bereits vorgebackene Grundgerüst und lege meine Cane entlang des Randes. Das Grundgerüst der E-Gitarre sollte in etwa so aussehen. Zum Auffüllen für die Vorderseite verwende ich Fimo Orange. Für die Rückseite verwende ich meine Farbmischung aus Schwarz und Braun. Die Fimo-Farbe Orange rolle ich auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Die Farbmischung aus Schokolade und Schwarz rolle ich auf Stufe 4 der Pastamaschine aus. Das Grundgerüst der E-Gitarre sieht so aus. Vorder- und Rückseite habe ich aufgefüllt. Das Motiv backe ich nun 20 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen verziere ich die E-Gitarre mit den Fimo-Farben Weiß und Silber. Die Fimo-Farbe Weiß rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Aus dem Fimo-Weiß schneide ich die Deko für die E-Gitarre. Das Grundgerüst der E-Gitarre bestreiche ich mit Fimo-Liquid. Darauf klebe ich das eben ausgeschnittene weiße Deko-Element. Mit dem Fimo-Weiß setze ich zusätzliche Highlights wie die Seitenstege und die drei kleinen Drehreglerknöpfe. Weitere Highlights setze ich mit Silber, wie die kleinen Knöpfe und den Seitenhalter hier. Außerdem verwende ich ein 2 cm langes Drahtstück, dessen Ende ich mit Weiß abronde. Dies ist mein Vibratorhebel der E-Gitarre. Für den Hals und Kopf meiner E-Gitarre verwende ich drei Fimo-Farben. Die Fimo-Farbe Metallic Silber, Goldocker und meine Farbmischung aus Schwarz und Braun. Die Fimo-Farbe Goldocker rolle ich auf Stufe 2 der Pastamaschine aus. Den Hals und Kopf der Gitarre schneide ich aus dem Fimo aus. Der Hals und Kopf deiner E-Gitarre sollte so aussehen. Den Kopf verziere ich. Mit Silber setze ich vier Kugeln auf. In das Fimo-Silber setze ich kleine Drahtstifte ein. Anschließend backe ich mein Motiv 10 Minuten bei 110 Grad. Thank you.
Die Farbmischung aus Schwarz und Braun rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Den Hals und Kopf der E-Gitarre lege ich auf mein Fimo Braun. Anschließend schneide ich das Ganze mit dem Messer aus. Den Hals der E-Gitarre habe ich mit dünnen Linien und Punkten verziert. Jetzt sieht der Hals der E-Gitarre so aus. Ich verbinde Korpus und Hals, dazu verwende ich Fimo Liquid. Die beiden Teile verbinde ich. Den Hals stütze ich mit zwei Holzstückchen ab. Auf den Kopf der E-Gitarre setze ich vier Wirbel auf. Diese habe ich aus Metallic Silber ausgeschnitten. Meine kleine E-Gitarre sieht nun so aus. Ich backe mein Motiv 20 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen sieht meine Gitarre so aus. Ich drehe meine E-Gitarre um und nehme mir nun den Hals vor. Den Hals fülle ich mit Goldocker auf. Der Hals der E-Gitarre sieht fertig so aus. Ich backe nun meine E-Gitarre ein letztes Mal, 20 Minuten bei 110 Grad. Meine kleine E-Gitarre bekommt nun ihre Saiten. Dafür verwende ich einen kleinen dünnen braunen Faden und Sekundenkleber. Ich klebe die eine Saite zuerst unten fest. Das obere Ende am Faden klebe ich oben an den Wirbeln an den kleinen Drahtstücken fest. Den überschüssigen Rest schneide ich mit der Schere ab. Wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.